Heute bei Transfermarkt TV kehrt Max Kruse zurück aus der Türkei nach Bremen und holt Eintracht Frankfurt Tino Kadewere, den Torjäger aus Frankreich. Das sind zwei der Fragen. Dann haben wir für euch die Bundesligisten, die aktiv werden müssen und wollen noch im Winter, und eine spannende Statistik des Tages, wo der HSV ganz vorne mitspielt. Das alles jetzt bei uns. Unser Transferticker startet in Spanien. Der FC Sevilla wird sich verstärken. Youssef En-Nesyri kommt vom Ligakonkurrenten CD Leganés für 20 Millionen Euro. Die Details sind geklärt. Medizincheck muss noch absolviert werden. Dann schauen wir nach Italien. Serie A-Club Atalanta Bergamo verpflichtet Duvan Zapata fest. Der Kolumbianer war schon anderthalb Jahre lang ausgeliehen von Sampdoria Genua für eine Leihgebühr von 14 Millionen. Nun wird er für 12 Millionen Euro fest verpflichtet. Vertrag bis 2023. Und wir schauen nach England. Jack Clark von Tottenham Hotspur wird erneut ausgeliehen, wieder in die Championship, und zwar an die Queen's Park Rangers. Der 19-jährige Stürmer, der bei den Spurs einen Vertrag bis 2023 besitzt, war in der ersten Saisonhälfte an seinen vorigen Stammverein Leeds United ausgeliehen. Und dann haben wir noch ein Leihgeschäft aus der Bundesliga. Und zwar verleiht der VfL Wolfsburg Yunus Mali, und zwar nach Berlin, zu Union Berlin. Für die Rückrunde, es gibt keine Kaufoption. Und in der Hinrunde, ja, da kam der 27-Jährige keinmal zum Einsatz und stand nur viermal im Kader des VfL. Heute startet endlich wieder die Bundesliga und die Clubs haben ja noch zwei Wochen Zeit, Spieler zu verpflichten. Und wir zeigen euch, welche Clubs wohl noch aktiv werden. Und zwar fangen wir mit der Hertha aus Berlin an. Die haben ja einen Geldregen durch Investor Lars Windhorst und die werden aktiv, sind schon aktiv geworden. Ein Mann stand lange auf der Liste, Granit Xhaka, den wollten sie unbedingt haben. Doch dann warf der Trainerwechsel bei Arsenal London den Transfer über den Haufen. Der 27-jährige Schweizer wird nicht kommen. Nun war das Objekt der Begierde Lucas Toussaint von Olympique Lyon. Doch auch dieser Transfer hat sich zerschlagen. Der 22-Jährige muss aufgrund großer Verletzungssorgen wohl bleiben und wird im Winter nicht abgegeben. Hier sehen wir noch ein paar Leistungsdaten. Marktwert 20 Millionen Euro, defensives Mittelfeld, 27 Spiele absolviert. Einziger Neuzugang der Berliner im Winter ist bislang Santiago Ascasiba vom VfB Stuttgart. Er kam ja für 10 Millionen Euro und das zeigt, Hertha ist durchaus bereit, Geld in die Hand zu nehmen. Ein möglicher Abgang der alten Dame ist noch Salomon Kalou. Fortuna Düsseldorf ist ja, wie gestern schon berichtet, in fortgeschrittenen Gesprächen mit ihm und dem Club. 34 Jahre alt ist der, Marktwert aktuell 2 Millionen Euro. Ja, wir haben es gesehen. Also die Hertha braucht noch Neuzugänge. Geld ist ja da. Wen würdet ihr denn gern im Trikot der Berliner sehen? Kommentiert das Ganze gern unter unserem Video. Und wir machen weiter mit der Eintracht aus Frankfurt in Sachen Neuzugänge. Da fällt immer wieder ein Name, Jakob Brun-Larsen von Borussia Dortmund. Ein möglicher Neuzugang, 21 Jahre jung. Nur 4 Einsätze in der Hinrunde für Dortmund. Ein weiterer Stürmer könnte verpflichtet werden, Tino Kadewere vom französischen Zweitligisten Le Havre steht wohl sehr hoch im Kurs. Frankfurt soll bereit sein, ein Angebot in Rekordhöhe abzugeben. Mit 17 Toren in 19 Ligaspielen hat Kadewere seine Vollstreckerqualitäten unter Beweis gestellt. Er wäre sehr teuer, das ist klar. Hier sehen wir nochmal die Leistungsdaten. Marktwert 4 Millionen Euro. 19 Spiele, 17 Tore, 4 Vorlagen, eine gute Bilanz und ein möglicher Mann also für Eintracht Frankfurt. Der nächste Club, auf den wir schauen, Werder Bremen. Der SV Werder hat mit Verletzungssorgen immer wieder zu kämpfen gehabt, vor allem in der Defensive. Man hat reagiert. Kevin Vogt wurde ausgeliehen aus Hoffenheim, 28 Jahre alt, 11 Einsätze in der Hinrunde. Und nun taucht ein weiterer Kandidat auf. Ein Winterwechsel von Valentino Lazaro war ja eigentlich nicht vorgesehen, aber Inter Mailand hat sich nun offenbar doch umentschieden und unter den Interessenten soll nun eben auch der SV Werder sein. Der 23-jährige rechte Mittelfeldspieler hat einen Marktwert von 19 Millionen Euro. 6 Spiele hat er bislang für Inter absolviert in der Hinrunde. Wir schauen mal auf eure Meinung. TM-User Moas
SV Weser sagt, kommt drauf an, kann mir für ein halbes Jahr auch vorstellen, dass er ganz gerne zurück in eine Liga will, die er kennt. Wenn West Ham ernst macht, ist das aber aussichtslos. Ja, er hat recht, auch West Ham hat wohl Interesse an ihm. Ist natürlich finanzstärker. Was glaubt ihr? Lazaro und Werder, würde das passen? Das ist die Frage. Dieser Mann hier, auch ein spannendes Gerücht. Max Kruse soll nämlich womöglich zurückkehren. Er ist ja aktuell bei Fenerbahce Istanbul unter Vertrag. Fenerbahce hat aber arge Finanzsorgen und muss Spieler womöglich loswerden. Max Kruse, einer der Kandidaten. Tja, Rückkehr nach Bremen, das ist die Frage. Von 2006 bis 2009 und 2016 bis 2019 war er schon in Bremen, hat in 94 Spielen 35 Tore erzielt und 31 Vorlagen gegeben. Die Frage ist, hat Werder das nötige Geld? Und die Frage, passt das? Wie ist da eure Meinung? Was sagt ihr dazu zu einer möglichen Rückkehr von Max Kruse zum SV Werder Bremen? Schauen wir auch noch nach Dortmund. Beim BVB ist ein bisschen Ruhe eingekehrt nach den Abwanderungsgerüchten um Alcacer und Götze und natürlich nach der Verpflichtung von ihm ja, von Erling Haaland. Er ja der neue Hoffnungsträger, 19 Jahre jung, 20 Millionen Ablöse. Er soll vorne es krachen lassen. Doch es gibt noch eine neue Personalie, die Dortmunder vorstellen konnten, und zwar Giovanni Reyna hat einen Profivertrag bekommen. Ganz junger Mann, 17 Jahre alt, Sohn von BVB-Legende Claudio Reyna. Und er hat einen Profivertrag bekommen. Und die Frage ist natürlich, wird er das neue Supertalent beim BVB in den Spuren von Götze, Pulisic, Sancho und Co.? Hier ist natürlich auch eure Meinung gefragt. Dann schauen wir auf internationale Themen und Gerüchte. Mesut Özil, der hat angekündigt, seinen Vertrag beim FC Arsenal, bis 2021 geht er ja, zu erfüllen. Ich bin glücklich, dass ich nach der Saison noch ein weiteres Jahr habe, sagte er im Interview mit dem Sender beIN Sports. Ja, kein Wunder, bei einem Jahresgehalt von rund 21 Millionen Euro. Allerdings gilt bei Arsenal schon länger die Faustformel, wer nicht noch mindestens 2 Jahre Vertrag hat, muss verlängern oder sich einen neuen Verein suchen. Also da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Und wir bleiben in London. Der FC Arsenal befindet sich in fortgeschrittenen Gesprächen über einen Transfer von Linksverteidiger Lervin Kurzawa von Paris Saint-Germain. Das berichtet The Athletic. Kurzawas Vertrag bei PSG endet im kommenden Sommer und Arsenal möchte dem Vernehmen nach nicht so lange warten und ihn direkt verpflichten. Der 39-fache englische Nationalspieler Ashley Young wechselt von Manchester United zu Inter Mailand. Das hat Man Uniteds Coach Ole Gunnar Solskjaer bestätigt. In Mailand erhält er einen 2-Jahres-Vertrag. Diesen konnte ihn Manchester United nicht bieten, so Solskjaer. 35 Jahre alt ist Young mittlerweile. Und wir bleiben bei Manchester United. Sie sind an einer Leihe von Atleticos Marcos Llorente interessiert. Damit will man auf die Verletzungen von zum Beispiel Pogba reagieren. Llorente ist 24 Jahre alt, defensiver Mittelfeldspieler, Marktwert 20 Millionen Euro. Und er war erst im Sommer von Real zu Atletico gewechselt. Und es gibt ja Neuigkeiten in Sachen sportliche Zukunft von Lukas Podolski. Er hat zuletzt ja in Japan gespielt, bei Vissel Kobe, und womöglich zieht es ihn nun in die Türkei. Antalyaspor sei bestrebt, den einstigen Weltmeister in die Türkei zurückzuholen. Das berichtet die Nachrichtenagentur DHA. Poldi ist mittlerweile 34 Jahre alt. Eine Rückkehr nach Deutschland kommt für ihn bislang nicht in Frage. Hannover 96 steht kurz vor der Verpflichtung des 27-jährigen Mittelstürmers John Guidetti von Deportivo Alaves. Das berichtet das schwedische Boulevardblatt Expressen. Guidetti hat noch einen Vertrag bis 2022 und kam in der laufenden Saison lediglich auf 5 Partien in der La Liga mit insgesamt nur 93 Minuten Einsatzzeit. In unserer Statistik des Tages schauen wir auf spannende Zahlen, die die UEFA veröffentlicht hat. Und zwar geht es um Ticketeinnahmen von Top-Clubs, und zwar pro Fan. Da haben wir die Top 5 für euch. Der FC Chelsea auf der 5 mit Einnahmen von 82,10 € pro Fan. Auf Platz 4, und das ist die dicke Überraschung, der Hamburger SV. 84,10 € hier pro Fan. Auf Platz 3 Real Madrid mit 86,60 € Einnahmen pro Fan. Auf Platz 2 der Konkurrent FC Barcelona mit 92,80 € mit dem größten Stadion, ja, dem Camp Nou.
Und Platz 1, Paris Saint-Germain, da zahlt jeder Fan im Schnitt 93,30 Euro. Wichtig dabei nochmal, alle Tickets sind berücksichtigt, Dauerkarten, einzelne Spiele und auch VIP-Tickets. Hier nochmal die Übersicht und tatsächlich da nochmal der Wahnsinn. Der HSV auf Platz 4, wenn man mal dabei berücksichtigt, was für Fußball die Fans da geboten bekommen. Chelsea, Real, Barcelona, Paris und der HSV. Die weiteren Plätze übrigens wollen wir auch noch erwähnen. Bayern auf Platz 7, Liverpool auf Platz 8, Köln auf Platz 10, Manchester City auf Platz 15 und die Eintracht aus Frankfurt auf Platz 19. Peter Bosz wird auch in Zukunft Trainer bei Bayer Leverkusen sein. Das steht seit heute fest. Der Vertrag des Niederländers wurde nämlich verlängert bis 2022. Aktuell steht Bosz mit Bayer auf Rang 6 der Bundesliga. Gehen wir nach Hannover. Was sich angebahnt hatte, ist nun offiziell. 96 und Sportdirektor Jan Schlaudraff gehen getrennte Wege. Die Niedersachsen haben den 36-jährigen Ex-Profi, der das Amt seit dem vergangenen Sommer innehatte, freigestellt. Ausschlaggebend seien unterschiedliche Auffassungen über die zentralen Entscheidungen für die Zukunft des Clubs gewesen, heißt es. Lukas Höhler hat seinen Vertrag beim SC Freiburg verlängert. Angaben zur Vertragslaufzeit gab es wie üblich in Freiburg keine. Der 25-jährige Angreifer war vor 2 Jahren aus Sandhausen nach Freiburg gewechselt und steigerte seitdem seinen Marktwert von 900.000 auf nun 5 Millionen Euro. Gehen wir nach England. Der FC Chelsea und der 20-jährige Defensivspieler Reece James haben sich auf eine Vertragsverlängerung geeinigt, und zwar bis 2025. Ursprünglich ging sein Vertrag bis 2022. Er kommt in der laufenden Saison unter Trainer Frank Lampard auf 11 Einsätze in der Premier League. Dann schauen wir auf diesen Mann, Naldo. AS Monaco hat den Vertrag mit ihm aufgelöst. In beiderseitigem Einvernehmen, heißt es allerdings. Er hat in dieser Saison 7 Spiele absolviert, ist ja mittlerweile 37 Jahre alt. In der Bundesliga hat er schon für Bremen, Wolfsburg und Schalke gespielt. Zukunft offen. Genauso wie bei diesem Mann hier. Alexander Meyer hat nämlich sein Engagement in Sydney vorzeitig beendet. Er war ja bei den Western Sydney Wanderers unter Vertrag. Beide Seiten einigten sich auf eine Vertragsauflösung. Der 37-jährige Stürmer möchte zurück nach Deutschland kehren. Wie es für ihn dort weitergeht, ist allerdings noch nicht bekannt. Das war Transfermarkt TV für heute. Vielen Dank für euer Interesse. Kommentiert gerne weiter unter unserem Video. Mögliche Wechsel, wer soll noch was tun, wer soll wohin wechseln und. Ansonsten hier noch der Hinweis. Hier gibt es das Video, die Traumelf von Werder-Legende Claudio Pizarro, und unten unser aktuellstes Video. Also bleibt einfach hier auf diesem Kanal.